Stoppschild nicht eingehalten, wie immer. Ja. LSPD einmal rechts ranfahren, Motor ausschalten, Fahrer in das Fahrzeug treten, Beifahrer bleibt sitzen. Ich wiederhole, LSPD rechts ranfahren, Motor ausschalten, Fahrer in das Fahrzeug treten, Beifahrer bleibt sitzen. LSPD rechts ranfahren, Motor ausschalten, hinters Fahrzeug treten. Gucken Sie, ob kein Auto kommt, können Sie aussteigen, davor Motor ausschalten, dann hinter Ihr Auto treten. Da kommt durch. Das Ganze bitte heute noch. Guten Tag. Los Santos Police Department. Martin Cooper, mein Name. Hinter mir im Fahrzeug Tattoo Face. Einmal Personalausweis, Lizenzbuch bitte. Herr Aus, verstehen Sie uns? Können Sie sprechen? Ach so, ja, ja. Tut mir leid. Ja. Ah ja, okay. Sie haben keinen Führerschein. Warum? Mhm. Können Sie mir das eventuell erklären? Ja. Ja, Sie Benson gerade ein Kollege von mir, der hat mich angerufen, er muss dringend weg. Ob ich den schnell für ihn noch einparken fahren kann. Ah ja. Und jetzt wollte ich den einfach nach Paleto fahren und den da einfach stehen lassen. Ja. Ja, schnell ist gut, haben Stoppschild überfahren, ne? Echt? Ja, echt. Ach du Kacke. Ja, gut, ich werde einmal ihr Lizenzbuch überprüfen, in der Zwischenzeit zeigen wir dem Kollegen mal bei der Verbandskasten Reparaturkit. Hab ich auch leider nicht dabei. Dann erklären Sie dem Kollegen jetzt, warum Sie es nicht dabei haben, und dann würde sie zusammenscheißen. Nee. Reden. Ach, ja, das tut weh. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie liegen am Boden. Ich komme und das, auf den Verbandskasten bei. Was machen wir dann? Und das, weil ich Sie niedergeknüppelt habe, weil Sie noch 2 offene Geschwindigkeitsüberschreitungstickets offen haben. Echt jetzt? Ja, denken Sie Spaß, der Knüppel ist schon draußen. Ich werde natürlich jetzt sofort im PD bezahlen gehen. Ja, wieder hin, Sie können nicht fahren. Ja, ich hole einen Kollegen, der mich abholt. Also der Kübel, der muss jetzt sein. Gut. Sie kriegen jetzt noch 2 weitere Tickets. Missachtung der Vorfahrtsregelung aufgrund dessen, dass Sie einen Stoppschild überfahren hatten und Sie sich eilig hatten. Und einfach weil ich Bock drauf hab. Nee, okay. Quatsch. Weil Sie Verbandskasten und Reparaturkit missachtet haben. Das geht gar nicht. Wollen Sie mir mal zeigen, wo das Stoppschild gehangen hat? Fürs nächste Mal, dass ich halt Bescheid weiß. Falls Sie gerade von der Landstraße gekommen sind. Da ist ein Stoppschild. Da steht unten auf dem Boden. Da steht Stopp. Was? Das habe ich echt nicht gesehen. Augen auf. Beim Fahrzeug führen. Stellen Sie mal vor, Sie hätten eine Prüfung gehabt jetzt gerade eben. Sie wären bei einem Schild durchgefallen, was Ihnen genau sagt, was Sie zu tun haben. Würden Sie sich da nicht blöd vorkommen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir müssen sie dafür anscheißen. Ja, aber ja, meine Schuld. Na, meine definitiv nicht. Finden Sie es witzig? Ja. Hören Sie auf damit. Ja, ich auch. Ich fahre nie wieder Auto. Ja doch, können Sie Auto fahren, wenn Sie einen Führerschein haben und Verbandskasten Reparaturkit dabei haben und wenn Sie Stoppschilder beachten. Aber Auto fährt doch mit Benzin. Ja, ist richtig. Und jetzt? Jetzt hör doch, du verarschst es in dir gerade, ihr Scheiß Ernst. Ja, alles gut. Ja, ich mach meinen Führerschein schon, alles gut. Gut, hoffe ich doch für Sie. Na dann, holen Sie jetzt Ihren Kollegen hier ran. Am besten 2, damit der eine noch wegfahren kann da. Ob er einen Führerschein hat oder nicht, werde ich dann nicht sehen. Mhm. Ich hoffe, er hat das nämlich. Ich werde das überprüfen lassen. Okay. Gut. Danke.
Ja, kein Problem. Tickets bezahlen Sie beim PD, wissen Sie Bescheid. Schönen Tag noch, tschüss. Ja, weiß ich Bescheid. Bei die Box. Ja, ja, hallo. Ja, du musst einmal West Highway kommen, Bruder. Du musst hier mal meinen Benzin wegfahren und mich abholen. Nach der Tankstelle da. Nach der Abi-Brücke! Wie bitte? Auf der Abi-Brücke! Auf der Abi-Brücke. Danke, vielen Dank. Gibt's denn gar nicht wegen, ja, genau. Lizenzen oder so? Bitte? Gibt's denn gar nicht wegen, ja, am besten nimmst du noch Antoine mit. Na klar. Habe ich ihm bloß noch nicht gesagt. Hast du Benzin-Führerschein? Ja, es gibt keinen Benzin-Führerschein, aber es gibt einen LKW-Führerschein. Ja, LKW-Führerschein. Das meine ich natürlich. Perfekt. Neu auf der Insel, ja? Okay, wir sehen uns gleich. Benzin LKW. So. Kommen Sie mal hier nochmal. Kommen Sie mal hier nochmal ran auf den Meter. Kommen Sie mal auf die Beifahrer. Auf die Beifahrerseite! Oh, ist der mit Ihnen? Wollen Sie auf der Straße sein? Wollen Sie teer sein? Nee. Müssen Sie nur viel rauchen. Gut, okay. Also. Okay. Sind Sie neu auf der Insel? Ich habe Ihre Visumstufe nicht gesehen, tatsächlich. Habe ich nicht hingeguckt. Wie bitte? Ob Sie neu auf der Insel sind? Sag mal, rede ich Spanisch? Ach so, ja. Nee, eben nicht. Ich rede Deutsch. Nein, er ist neu, Mensch. Ja, ja, ich bin neu. Ist doch schön für Sie. Ja. Gut, alles klar. Nein, Spaß, ich bin schon etwas länger. Jetzt, war ein schlechter Shit. Warte mal. Nein, nein, ey, bitte, ey. Das war Spaß. I love you, man. Ach Mensch, da hinten ist ja so ein schöner Vogel tatsächlich. Den muss ich jetzt erstmal begutachten. Ich lass ihn mal hier, ich muss mal hier ganz... Oh, toll. Bleib mal schön, bleib mal schön. Jetzt hier mal hier, oh, die Polizei weiter, hallo. Toll. Ich werde hier oben den Knopf auf den Hinterkopf rein. Ja, Jung. Du hast jetzt den Arsch, dreh dich wieder um. Mach bitte dich hier schön. Na klar. Weg jetzt. Okay, dankeschön. Wir hören uns, hoffentlich zum Guten. Werden wir ja noch sehen. Oder ja, besser gesagt hören, weil, ne? Audiowellen ja, sieht man ja nicht so meistens. Wir machen guten Talk. Ja, ja. Ja, ja.